abschlagsfrei mit Bürgergeld in die Rente gehen. Ab 2023 clever das Bürgergeld als Brücke zur abschlagsfreien Rente nutzen. Ist das möglich? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. In einer großen deutschen Tageszeitung, Sie kennen diese Zeitung mit den vier Buchstaben, steht es in großen Lettern geschrieben: Frühverrentungswelle mit dem Bürgergeld kann drohen. Arbeitgeber und das Deutsche Institut der Wirtschaft warnen vor einer neuen Rentenwelle. Bürgergeldbezieher werden ab dem 01.01.2023 nicht mehr wie bisher gezwungen werden, so früh wie möglich, also mit 63 oder bei einer Altersrente für schwerbehinderte Menschen schon sogar etwas früher, ihre Rente zu beantragen und dafür auch Abschläge hinzunehmen. Ich habe das mal geprüft, was die Bild-Zeitung meint und ob das auch wirklich klappen kann, dass man mit dem Bürgergeld sozusagen eine Brücke hat zu einer abschlagsfreien Rente. Der Hintergrund ist der, ab 01.01.2023 soll nach dem neuen Bürgergeldgesetz für mindestens 4 Jahre der Rentenzwang aufgehoben werden. Das heißt also, der Rentenzwang gilt dann bis zum 31.12.2026 nicht mehr. Nach dem ALG II, Hartz IV-Gesetz, ist es so, dass Sie, wenn Sie 63 Jahre alt sind, die 35 Jahre Wartezeit erreicht haben, durch das Jobcenter gezwungen werden können, eine vorzeitige Altersrente in Anspruch zu nehmen, aber immer nur dann, erstens, wenn alle Voraussetzungen erfüllt sind für die Rente und zweitens, wenn die Rentenleistung inklusive Abschlag höher ist als die entsprechenden Transferleistungen. Und wer dann mit 63 in Rente gehen muss, der hat natürlich massive Abschläge. Ja, also wir reden hier nicht mehr von 10,8%, sondern von 12%, von 13%. Und alle die Leute, die nach 1964 geboren sind, müssen dann 14,4% Abschläge in Kauf nehmen. Das ist richtig viel. Und genau diese Abschläge, die kann man in der Tat ab 2023 teilweise oder sogar ganz verhindern. Denn das Jobcenter kann nach dem neuen Bürgergeldgesetz den betroffenen Bürger ab dem 01.01.2023 nicht mehr dazu zwingen, eine Rente gleich mit 63 in Anspruch zu nehmen. Dieser Ausschluss des Rentenzwangs, hatte ich ja gesagt, gilt bis 2026, also bis zum 31. Dezember 2026, genau für 4 Jahre. Und das bedeutet, dass derjenige, für den es sich wirklich lohnt, auf eine niedrige Rente gegenüber höherem Bürgergeld inklusive Heizkostenzuschlag und Krankenversicherung zu verzichten, also der noch 4 Jahre warten kann und entweder dann mit deutlich weniger Abschlägen oder gar keine Abschlägen mehr in eine entsprechende Altersrente gehen kann. Er kann sogar, wenn er ganz clever ist, hier 45 Jahre Wartezeit erreichen. Das ist zwar direkt mit dem Bürgergeld nicht möglich, aber wenn Sie hier einen sozialversicherungspflichtigen oder einen rentenversicherungspflichtigen Minijob machen, können Sie sozusagen begleitend zum Bürgergeld meinetwegen jeden Monat hier noch 100 Euro Minijob dazu verdienen und machen dann nochmal 24 Monate Kalenderzeit durch den Minijob auf die 45 Jahre gut, sodass Sie dann auch mit dem Bürgergeld sogar die 45 Jahre Wartezeit erreichen können. Wer also jetzt aktuell 63 Jahre alt ist, meinetwegen im Mindestlohn oder darunter noch arbeitet und ab 2023 dann arbeitslos wird, bekommt dann maximal für 2 Jahre Arbeitslosengeld 1 und danach nochmal 2 Jahre Bürgergeld zum Beispiel. Oder er muss gleich ab 2023 das Bürgergeld beantragen und nutzt für 2 Jahre die de facto sehr, sehr hohen Vermögensfreibeträge von 60.000 Euro für einen Alleinstehenden aus. Wartet einfach insgesamt 4 Jahre ab im Bürgergeld und kann dann de facto abschlagsfrei eine Regelaltersrente bekommen, mit 67 zum Beispiel. Wenn in unserem Beispiel der Rentenzwang noch da wäre, so würde unser Mandant eine Monatsrente von 900 Euro brutto mit 13,2% Abschlag erhalten, ab 23 erhalten. Er wartet einfach bis zum 31.12.2026 im Bürgergeld ab, bekommt das Bürgergeld plus Heizkostenzuschuss plus Krankenversicherung gezahlt
und geht dann bei Erreichen der Regelaltersgrenze abschlagsfrei in Rente. Für den einen oder anderen von uns eine sehr attraktive Brücke zur Rente und somit der Einstieg in einen de facto früheren Rentenbeginn. Ich bleibe im Bürgergeld, bekomme vom Staat mein Geld, muss keine Gegenleistung erbringen und muss keine Angst haben, dass ich einen Rentenzwang habe, denn der fällt ja für 4 Jahre weg. Und das schafft genau für ältere Leute den Anreiz, vor dem jetzt hier Arbeitgeberverbände so ganz stark warnen. Einfach nicht mehr in Rente zu gehen, weil diese im Vergleich zum Bürgergeld wirtschaftlich gesehen deutlich schlechter ist, als wenn er eine Rente mit höheren Abschlägen bekommen würde. Wir sagen, wenn es so kommen sollte, ist das Bürgergeld mit den gesetzlichen Regelungen eine ganz legale Brücke zu einer Rente mit weniger Abschlag oder gar keinen Abschlag. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.